Hallöchen, Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Ja, letztes Mal haben wir. Wartet. Wartet, ja genau, wartet, rennt nicht weg. Ja, das war klar. Letztes Mal haben wir irgendwie den Sand der Zeit freigesetzt. Und wir sind jetzt auf der ewig währenden Mission, den Sand wieder einzusammeln. So wie ich das verstanden habe. Also, ich habe ja wie gesagt schon einmal die ganze Kacke hier gespielt, bis zu diesem Part jetzt noch, und deswegen, ja genau, deswegen weiß ich das so genau. Nicht wundern, ich muss hier eh noch nicht lang. Oh! Oh, seht ihr mal, jetzt. Das Wunder, welches mir in der Schatzkammer des Cool, Maharajas zufällig widerfahren war. Ja, nö. Also, nee. Nee, nee. Nö, ich will den Dolch jetzt nicht benutzen. Nein, nein. Stirb. Halt, stirb. Falsch. Ich bin nicht gestürzt. Beginnen wir von vorn. Ja, bitte. Bitte beginnen wir von vorn. Danke. Das war nämlich überhaupt jetzt nicht so geplant, wie ich das wollte. So, okay. So ist das schon viel besser. Die Gästezimmer, in denen mein Vater, unser Hofstaat und ich die Nacht verbringen sollten, lagen kalt und leer. Der Sand der Zeit war hindurchgeflossen und hatte alles Leben und alle Wärme genommen. Nur ich, der ich die Katastrophe ausgelöst hatte, war verschont geblieben. Bitter. Gab es noch andere wie mich, die am Leben waren und sich in den Ruinen verbargen? Es sah nicht so aus. Doch, die alte Frau, die wir jetzt irgendwie verfolgen. Ja, du denkst ja eh, das ist alles nur. Du hast dir das nur eingebildet. So! Oho. Warum rede ich eigentlich so wie der? Das macht mir Angst. Ich tue euch nichts. Ehrlich, Mann, ich tue dir doch gar nichts. Das ist eine Tasche. Hatte ich sie wirklich gesehen? Oder? Nee, das war jetzt Fail, ehrlich. Ich will das jetzt nie noch wieder alles machen. So, danke. Genau, so ist das schon besser. Nein, nein. Hier lang, bitte. Wir wollen ja nicht wieder sterben, oder? Nein, das wollen wir nicht. Nein, nein, nein. Ja, Wasser. Gib mir Wasser zum Heilen. Bitte. Nochmal. Das ist nie voll. Jetzt ist voll. Nimm noch kleinen großen Schluck. Ja, das haben wir schon in dieser Vision beim letzten Mal gesehen. Gott sei Dank weiß ich jetzt... Oh, hier warten sie schon wieder auf uns. Gott sei Dank weiß ich jetzt, wo wir hin müssen. Wo wir hin müssen. Na, spring doch weiter. Mensch. Junge. Junge. Yay. Oh Mann, ich hasse es. Wir müssen nämlich jetzt hier runter und kämpfen. Es ist nicht schön, aber naja. Was will man machen? Hallo. Danke. Ja! Ich denke, ich greife mich nie an, wenn ich hier einsauge. Versteht ihr? Das ist nicht logisch. Sag mal, wie viel kommt man hier noch? Genau, schön drücken. Drücken, drücken, drücken. Ey, cool. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ah, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Yippie. Ja, jetzt müssen wir wieder alles hier wegstecken. Ah, wie lustig. Wie lustig das ist. Genau. Halt da lang. Wir müssen da lang.
So, okay. Hä? Wo waren das jetzt, wo wir jetzt lang müssen? Nee, das war doch hier. Mensch, ich muss doch in das Loch da. Sag ich doch. Das cool. Da sieht man, was so oft in Zukunft sterbe ich da gerade? Nein, okay. Ich muss gerade sorgen, ja. Will ich speichern? Ja, ich möchte speichern. Warte mal, das ist jetzt von diesem Part gewesen, die anfangen. Also nehme ich jetzt das, weil der Part ist fertig. Okay. Ja. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Nee, ich mache jetzt schon weiter. Keine Angst. Nun steh doch auf, Mensch. Kann nicht so schwer sein. Woher kamen diese Visionen, die mich wie fiebrige Träume überfielen? Wenn ich erwachte, fühlte ich mich matt und niedergeschlagen. Und jedes Mal trat ein, was ich sah. Als ob mir der Sand der Zeit einen Blick in die Zukunft gewährte. Ja. Ha! Ich kann wieder Holz zerschlagen. Jetzt freue ich mich wieder. Hä? Wie sieht mir... Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich muss aber erst hier diesen hier einsammeln. Toll. Wir haben eine Staubwolke bekommen. Ich muss doch garantiert da lang. Oder? Ja, dachte ich mir. Nee. Oh, was machst denn du? Hilfe. Ja, nicht runterfallen, bitte. Oh, ich hab doch gesagt, nicht runterfallen. Hörst du mir eigentlich überhaupt zu? Du Prinz! Hä? So dunkel. Oh, ich kann zaubern. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Was zum... Hallo? Ist hier jemand? Ich glaube, ich bin nicht mehr in Azad. Nein, glaube ich auch nicht. Wasser. Wow. Okay. Vielleicht muss ich da auch runter? Was ist geschehen? Seltsam. Ich fühle mich wundervoll. Ich weiß nicht, ob ich da runter muss oder nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Deswegen gehen wir jetzt lieber erstmal zurück. Ich weiß nicht. Da war doch auch eine Stange. Ich probiere es einfach mal. Nee, okay. Also muss ich da runter? Ja. Oh, ich bin Bombe. Achso, ab hier, also, ja, jetzt eigentlich, wo wir hier das komische Wasser da getrunken haben, ab da spiele ich das eigentlich vollkommen blind, das Spiel. Deswegen frage ich jetzt, ob ich hier runter muss oder nicht. Nein, nicht da runterfallen. Nein, gibt's nicht. Oh Mann, ey. Scheiße. Ach so, ja, stimmt ja. Ich durfte ja da was. Weiter, 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 weiter. Ja, aber was wollen die dann von mir? Ich muss vielleicht ganz bis nach hinten rennen. Ah, okay. Glück im Unglück. Wow.
Auf jeden Fall scheine ich hier richtig zu sein. Ja. Oh Gott, was ist das denn jetzt schon wieder für eine Scheißsicht hier? Ist doch bescheuert. Oh, Hilfe. Danke. Hä? Ich versuchte einfach jetzt mal hochzuklettern. Wenn der das mal tun würde. Nee, nie wirklich. Der läuft da nie wirklich. Ja, aber wozu bin ich dann hierher gerannt? Oh, ich hasse diese Sicht. Ah, okay. Okay, 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 okay. Deswegen auch die Sicht. Hallo? Ah, okay. Gib mir den Dolch. Wer seid ihr? Ich bin Farah, Tochter des Maharajas, den ihr den Dolch gestohlen habt. Das ist euer Werk. Ich sah, wie mein Vater zu Sand wurde. Und wir teilen sein Schicksal. Wenn ihr mir nicht den Dolch gebt, um eure Tat rückgängig zu machen. Euer verräterischer Visier gebrauchte eben diese Worte. Von nun an vertraue ich nur noch mir selbst. Was sind das jetzt für Viecher? Lauf! Geh zurück in die Eingangshalle und warte dort. Los! Ja, nur klar, spiel dich jetzt halt wieder als großer Held auf, weißt du? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Was muss ich denn hier machen? Ach so, einfach angreifen, okay. Was habe ich denn nur gemacht? Wie mache ich denn sowas? Cool. Ich weiß zwar nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe gedacht, das wäre Wasser hier. Nun erinnerte ich mich an sie. Seit wir Indien verlassen hatten, war sie da. Immer in der Wüste fühlte ich ihre dunklen Augen auf mir. Sie und ich, die zwei einzigen Überlebenden. Sagte ich zwei? Verzeiht, wir waren drei. Ja, stimmt ja, dieser hässliche, komische Zauberer da. Der war ja auch noch am Leben. Hä? Hä? Nö. Ich gehe jetzt erstmal in den Raum hier. Der scheint mir cooler. Oder kam ich hierher? Ach so, hier gibt's bloß Staub. Okay, da muss ich wohl da rein. Da muss ich wohl da rein. Da muss ich wohl. Da muss ich wohl da rein. Und ich würde sagen, dieses Sprungabenteuer nehmen wir im nächsten Part mit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.